Kognition, Gehirn und Verhalten ist ein Forschungsschwerpunkt der Fakultät für Lebenswissenschaften an der Universität Wien. Am Department für Kognitionsbiologie der Universität Wien bilden die Arbeitsgruppen der Professoren Herr Bugner und Fitsch Forschungsteams von Weltrang. Und mit dem Herrn Thomas Bugner haben wir jetzt ein persönliches Gespräch und er wird uns einiges über sein kürzlich veröffentlichtes Paper erzählen. Los geht's! Im Paper, was Sie ansprechen, geht es darum, dass wir Gesten bei Raben finden. Und zwar Gesten, die sich auf Objekte beziehen. Also sie nehmen ein Objekt her in ihrer Umgebung, es kann ein Stein sein, ein Fichtenzapfen, ein Holz oder sonst irgendwas, und gehen oder fliegen damit zu einem anderen und zeigen sie her. Mhm. Und richten somit die oder verändern die Aufmerksamkeit vom anderen, mhm, und richten sie auf ein externes Objekt, nämlich das, was sie bringen. Und das ist etwas, was man sagt, also was man zwar gut kennt von kleinen Kindern, eben so, schau mal da oder so irgendwas, wo man gesagt hat, das ist ein großer Unterschied von Menschen zum den meisten Primaten oder zum Rest der Tiere, inklusive unseren nächsten Verwandten bei den Menschen. Also was wir zeigen können, ist, dass bestimmte Verhaltensmuster vorkommen. Wir können eben zeigen, unter was für Bedingungen sie vorkommen und dass sie im Freien vorkommen. Das ist unser jetziger Stand. Was mich prinzipiell interessiert, generell interessiert, ist die Evolution von Intelligenz. Also warum haben sich bestimmte kognitive Fähigkeiten evolviert, herausgebildet. Und da gibt es zwei Ansätze. Man kann in das Labor gehen und kann da Tests machen, die Theorie geleitet sind, und wo man sich eine Modellart dazu aussucht, an der man das testet. Oder der andere Ansatz ist, man geht zuerst ins Freiland, und das ist jetzt mal ein Extrempunkt, man geht ins Freiland und schaut, was die Tiere so machen. In dem Experiment sind zwei Raben, in dem Fall zwei Weibchen, beide 2 Jahre, und sie bekommen kleine Plastikobjekte, das sind Überraschungseierspielzeug, nehme ich da an. Das ist ein blaues Nilpferd, was man da gerade sieht. Und der Rabe nimmt es in den Schnabel ganz vorne, so dass man es gut sieht, kommt hin, zeigt her, diese typische Showing-Geste, die wir da eben beschrieben haben in dem Paper. Jetzt fängt es an zu verstecken, der andere wird ganz nervös, schaut zu und jetzt versteckt sie wieder und... Er versteckt es in dem Schnee. Es versteckt es, ja. Und der andere Rabe versucht ihm da gerade das zweite Versteck auszuräumen, das ist auch ein Objektversteck. Sie geht zurück, macht das erste, zweite ist fertig, jetzt macht es besser und zack, hat es schon. Sie ist sich nicht sicher, geht nachschauen und die andere drüben legt ab und dann kommt sie darauf, dass sie ihr eins gestohlen hat und versucht sie es genau wieder wegzunehmen. Futterinteraktionen um Futter im Kopf hat, weil der Vogel das Objekt nimmt, zu dem anderen hinfliegt, es herzeigt und dann vor dem anderen auch versteckt. Das ist ein typischer Fall von, ich will mit dir eben erst in Interaktion kommen, in dem Fall ist es, probier es mal zu kriegen. Es geht darum, herauszufinden, was die Raben eigentlich über die anderen Raben wissen und wie sie dieses Wissen einsetzen. Und vor allem, was mich interessiert ist, also mit dem Wissen, was ich mit dem Wissen meine, ist vor allem die Beziehungsmuster. Also wir wissen, dass sie ziemlich enge Beziehungen zu bestimmten anderen Raben immer wieder formen. Also da arbeiten sie wirklich sehr intensiv dran, diese Beziehungen aufzubauen. Wenn es um Menschen ginge, würde ich das Freundschaften nennen. Was ich jetzt dann wissen will, ist, warum können das Raben? Warum haben sich diese Fähigkeiten entwickelt? Okay. Und da gibt es einige, also die Idee ist, na, offensichtlich haben die irgendwelche Probleme im Alltag, die Selektionsdrücke hervorrufen, die solche Fähigkeiten fördern. Oder eben mit sich bringen können. Und der Hauptpunkt in die Richtung ist, dass es die Hauptidee, Hypothese ist, dass es das Sozialleben ist, dass es bestimmte Anforderungen im Sozialleben sind, die die Viecher quasi, also die schwierig sind zu meistern und die Viecher unter Anführungszeichen klug macht. Und daher interessiert mich jetzt dann eben, wie sie mit Beziehungsmuster umgehen, was sie vom Beziehungsmuster verstehen und wie sie die einsetzen. Und deswegen auch, was für Probleme sie haben. Genau. Okay, jetzt genau. Verstehe ich. Und bei uns ist es eben eigentlich nichts anderes als Politik. Also Politik im engeren Sinn, Politik im weiteren Sinn. Es geht immer darum, zu wissen, wer ist der andere, was kann der andere,
wer ist wen sein Freund, wer ist wen sein Koalitionspartner, wenn Sie so wollen, und eben das auf eine sehr einfache Ebene gegeben ist, das, was ich gerade mal bei den Raben anschaue. Das ist natürlich ein bisschen eine Metapher jetzt, und das ist mir schon klar, und ich möchte nicht sagen, dass Raben so gescheit sind wie Menschen, und Raben sich genauso verhalten wie Menschen. Aber was ich sage, ist, dass man, dass die Theorien, warum beim Menschen bestimmte Dinge passiert sind, eigentlich nicht nur für den Menschen gemacht worden sind, eine allgemeingültige Theorie sein sollte. Und wenn das der Fall ist, sollte man auch erwarten können, dass in Modellsystemen oder Arten von anderen taxonomischen Gruppen, die eine ähnliche Lebensweise haben, die somit ähnliche Alltagsprobleme haben, sich ähnliche geistige Fähigkeiten evaluieren können. Und das ist genau deswegen, warum ich mir Raben anschaue.